Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Batman Arkham City. Ich bin gerade am Schauen. Wir müssen gucken, wo es richtig schön kalt ist, weil da müsste dann unser Snowman sein. Wieso der ist eigentlich angestellt? Ich glaube, der gehörte zu den Ärzten. Ach, die Typen. Ah, minus 2 Grad haben wir jetzt mittlerweile schon. Ins Labor gehen. Ich bewege mich definitiv auf die kälteste Stelle zu. Sag bloß. Dass ich da nicht schon früher dran gedacht habe. Ein direkter Draht zu meinem besten Freund auf der ganzen Welt. Stell dir das vor. Ich kann immer anrufen, wenn... Neue Nebenmission. Kann mir jemand helfen? Bitte. Ich sitze im Norden auf dem Dach des Gotham FM-Gebäudes fest. Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch verstecken kann. Jemand versucht, mich umzubringen. Okay, dann helfen wir dir erstmal, würde ich sagen. Ich glaube, unsere Freundschaft erreicht eine neue Ebene. Wer weiß, vielleicht schreiben wir uns schon bald E-Mails oder verabreden uns zu romantischen Essen bei Kerzenschein. Ich sag's dir, es ist wahr. Ah. Der Joker verreckt da drin. Das ist unsere letzte Gelegenheit, den ganzen kaputten Typen zu zeigen, wer der Boss von Arkham City ist. Ja, ich will da rausgehen und Pinguin in den Hintern treten. Rede mit politischen Gefangenen. Was machen Sie hier oben? Jemand ist hinter mir her. Er versucht, mich zu töten. Wer? Ich glaube, er arbeitet für Strange. Dieser Bastard. Erst lässt er mich 6 Monate lang an seinem verdammten Turm schuften und kaum funktioniert alles, wirft er mich hier rein. Woran haben Sie gearbeitet? Oben auf dem Turm gibt es eine Reihe von Signalverbindungsknoten. Die Vorgaben lauten... Okay... Ich sollte das hier als Tatort ansehen. Nur so kann ich herausfinden, wer diesen Mann getötet hat. Ich kenne den Tatort. Die Kugel ist hier eingeschlagen. Gott, das ist aber weit weg. Es scheint auf jeden Fall viele Scharfschützen zu geben, wie es aussieht. Was haben wir hier alles Tolles drin? Oh! Scarecrows Maske! Ha! Sehr geil! Die haben ja also noch so ein paar Easter Eggs eingebaut. Scarecrows Maske. Aha. Großes Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. So. Haben alle so viel Angst vor Pinguin? Der ist nur ein fieser Zwerg in einem schlechten Frack. Okay. Batman! Er ist hier! Der Schuss wurde irgendwo aus diesem Bereich abgegeben. Ich muss den Bereich scannen. Du drauf steckst, Batman! Das hier ist noch nicht vorbei! Scanne die Position, von der der Schaffte geschossen hat. Auf Beweise. Was ist los? Läufst du jetzt heulen zu deiner Mami? Da ist die Patronenhülse. Sieh dir mal das Bild an, das ich gerade zum Batcomputer hochgeladen habe. Ist es das, was ich glaube, Master Bruce? Ja, Deadshot ist in Arkham City. Was macht der hier? Ist er ein Gefangener? Halte ich für unwahrscheinlich, aber ich will nichts ausschließen. Dann heißt es also, der größte Detektiv der Welt gegen den besten Attentäter der Welt. Wer wird gewinnen? Er jedenfalls nicht. Schick mir den gesamten Datenbankeintrag von Deadshot. Ich habe alles hochgeladen, was ich über das Opfer weiß. Ich melde mich. Wer ist denn Deadshot? Den kenne ich auch gar nicht. Oh, von dem gibt es ja sogar ein Bild. Aber irgendwie so leicht bekannt kommt er mir vor, muss ich zugeben. Floyd Lawton, Söldner... 1950 das erste Mal vorgekommen, also auch schon etwas länger dabei. Floyd Lawton ist der todbringendste Auftragskiller der Welt. Er schießt nie daneben, schon gar nicht mit seiner schallgedämpften, am Handgelenk angebrachten 9mm Kanone. Deadshot verachtet sich genauso sehr wie seine korrupten Opfer. Mehrere Gefängnispsychologen haben bei ihm selbstmörderische Tendenzen diagnostiziert. Batman ist die einzige Person, die er verfehlt hat. Diese Tatsache hat den Dark Knight ganz oben auf die Abschlussliste von Deadshot befördert. Meisterschütze, Experte auf dem Gebiet Feuer- und Projektilwaffen.
Jetzt? Suche weitere Hinweise, die bei den Ermittlungen helfen. Aber die gibt jetzt nicht hier, oder was? Muss ich also jetzt einfach so nebenbei durch Glück quasi schaffen, oder was? Ja, das Nebenquest scheint abgeschlossen zu sein. Okay, finden wir Mr. Freeze. Die Richtung scheint auf jeden Fall wieder kälter zu werden. Hier nicht mehr. Hier ja. Als Bürgermeister ist und bleibt Sharpie ein Vollidiot. Okay, minus 3 Grad haben wir jetzt schon. ...3,5... Versteckt sich. Angeblich sieht er krank aus. Gleich haben wir 4... ...4 Grad... ...also Minus. Queens Milliarden bringen ihn hier nicht weiter. Das alte GCPD-Gebäude? Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore umfunktioniert. Ich muss da rein. Die Tür, sie ist zu. Und was jetzt? Ihr zwei versucht weiter reinzukommen. Ich baller ihre Köpfe weg, wenn sie versuchen rauszukommen. Und was dann? Dann schnappen wir uns Freeze und schleifen ihn zum Joker? Klingt nach einem Plan. Hat Batman! Oh fuck, den Typ habe ich nicht gesehen. Ich hab ihn. Was zum Rauch? Aber ich gehe mal davon aus, ich muss die Typen erstmal platt machen, oder? Er hat den Rauch benutzt, um abzuhauen. So kommst du doch mal an mir vorbei. Hallo, du sollst eine Rauchbombe werfen, die dich schießen lassen. Oh, ich hab dir aber auch nicht gesehen, da war es so dunkel. Hätte gedacht, dass du ein bisschen kämpferischer bist. Hab mich wohl geirrt. Tja, jetzt sterben wir wohl alle, Joker, du auch. Aber, hä? Kann der Joker den Typen nicht sagen, dass wir jetzt mal für 5 Minuten zusammenarbeiten? Sie ist zu. Und was jetzt? Nicht, oder was? Ihr zwei versucht weiter reinzukommen. Ich baller ihre Köpfe weg, wenn sie versuchen rauszukommen. Und was dann? Dann schnappen wir uns Freeze und schleifen ihn zum Joker? Klingt nach einem Plan. Hat einer zu gehen. Entdeckung, es ist Batman! Okay, da ist so eine strukturelle Schwäche. Das heißt, die brauchen mich ja gar nicht sehen, die Typen. Aber den da oben muss ich auf jeden Fall platt machen. Weil der sieht mich sonst. Schauen wir mal. Ja, Sprungangriff wird zu laut sein, oder? Probier's mal. Hier drüben! Ich hab... Oh, fuck! Zu mir! Ich hab ihn! Oh, nein, du sollst ihn doch nur platt machen. Fuck, Mann. Hätte mich so schön an allen vorbeischleichen können. Er hat irgendeine Granate gezündet. Der verarscht uns. So, genau. Geht mal schön zurück. Oh. Ich finde dich. Hörst du mich? Ich finde dich. Zwei kommen jetzt doch hierher, blöderweise. Hm, müssen wir halt mal kurz warten. Komm, stellt euch so hin, dass ich beide platt machen kann. Ja. Müsste reichen, oder? Ich gehe da mal rein, Jungs. Ihr könnt ja draußen noch ein bisschen versuchen, die andere Tür aufzumachen. Okay, ich komme also gar nicht so rein. Das war nur für die scheiß Trophäe, verflucht. Oh nein. Das ist glaube ich der letzte.
der letzte? Ja, ne? Stufenaufstieg. Ja, jetzt habe ich ja gemerkt, dass es doch sicher sein könnte, eine kugelsichere Panzerung zu bekommen, oder? Was haben wir denn noch so? Bettklar entwaffnen. Man kann diese Verbesserung dazu benutzen, um einem bewaffneten Angreifer aus der Entfernung die Schusswaffe aus der Hand zu reißen und ihn so zu überraschen. Dies lässt sich im Kampf sehr gut mittels der Schnellbettklar erreichen. Brauche ich nicht unbedingt. Bettschwarm, gezielter Freeflow. Wenn beim Erreichen einer Combo von 12 oder mehr keine Spezialkombo-Bewegung eingesetzt wurde, geht Batman in den Freeflow-Modus über. Dabei bewegt er sich schneller und seine Reaktionsgeschwindigkeit nimmt zu. Der Einsatz einer Spezialkombo-Bewegung führt allerdings dazu, dass der gezielte Freeflow-Modus zurückgesetzt wird. Verbesserung mit beeilten spielbaren Charakteren. Ach, keine Ahnung, brauche ich nicht unbedingt. Ich benutze lieber vorher schon die Combo-Dinger. Ich denke, ich werde mich mal verbessern. Also, eine kugelsichere Panzerung, wie gesagt, die Kugeln haben jetzt doch schon ein bisschen was abgezogen, habe ich das Gefühl. Ja, komm, machen wir jetzt einfach. Umgebungsanalyse. Die Umgebungsanalyse hat zwei Hauptfunktionen. Zum ersten kannst du mit ihr Riddler-Trophäen scannen, die du nicht erreichen kannst. Dadurch wird ihre Position auf der Karte markiert und ihr bleibt die Möglichkeit, sie später aufzusammeln. Zum zweiten wird die Umgebungsanalyse dazu benutzt, um die Lösung für viele der Riddler-Rätsel einzuscannen. Okay. So, dann schauen wir mal, ob wir diese Tür aufbekommen, die nicht aufbekommen haben. Gefangene von Arkham City. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden die sämtlichen Grundrechte entzogen. Ohne sie ist Gotham ein sicherer Ort. Innerhalb dieser Anlage ist jeder für sein eigenes Überleben verantwortlich. Noch so ein Ding gibt's doch gar nicht. Wie viel soll ich denn da reinballern? In Sektor 3 ist eine Kamera ausgefallen. Hä? Mach ich irgendwas falsch? Ach so, Moment, reinrutschen. Sie von Batman eindeutig identifiziert. Kannst du mich hören? Was ist da los? Um Himmels Willen! Falls einer von euch beim GCPD noch atmen kann, schaltet mal auf Kanal Papageientaucher 0. Klingelt irgendwo ein Telefon? Papageientaucher 0, sofort! Totaler Zusammenbruch. Wenn ich dieses Funkgerät hacke, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguin abhören. Tja, dann machen wir das mal. Verschlüsselter Datenchip. Das stimmt, Don. Die Insassen laufen frei herum und es gibt Gerüchte, die besagen, dass der Bandenkrieg an Schärfe gewonnen hat. Als regelmäßiger Zuschauer werden Sie sich sicher an mein Gespräch mit dem Bürgermeister erinnern. In dessen Verlauf hat er gesagt, dass man dabei den Waffenschmuggel nach Arkham City eindämmen will. Der Bürgermeister war an diesem Punkt sehr deutlich. Er sagte, dass jeglicher Besitz von Waffen im Quarantänebereich illegal sei. Er versprach, alles zu tun, um kleinere Ausbrüche von Anarchie niederzuschlagen. Die Frage muss erlaubt sein. Sieht so ein kleinerer Ausbruch von Anarchie aus? Meiner persönlichen Meinung nach herrscht hier das blanke Chaos. Tiger-Kommunikation. Aber die sagen gerade nichts. GCPD-Sendung sagt auch nichts. Sick. Aktives Abfang aktiv. Übertragen auf diese Frequenz werden automatisch. Sehr schön. Das mit den verschiedenen Frequenzen ist auch schön gemacht, auf jeden Fall. Jokers Jungs sind immer noch draußen, Mr. Cobblepot. Gut. Sieh zu, dass es auch so bleibt.
Kein Problem. Zuhören. Der Boss will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Wenn Jokers Leute auftauchen, schießt. Was ist mit Batman? Auch umlegen. Was? Einfach so? Ja, einfach so. Ich glaube, die Dinger kann ich noch nicht scannen, oder? Wie sieht's denn aus? Na, was weiß ich. Wie sollen wir es denn erkennen, wenn wir es sehen? Aber wenn ich das jetzt aufmache, dann bumst der Typ wieder kaputt, oder? Geh nochmal hier rein. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Pinguin ihn haben will. Das genügt mir. Guck direkt zu mir. Das ist nicht so cool. Wir finden es nicht. Es ist nicht hier. Einen Moment mal. Wollt ihr mir damit etwas sagen, dass ihr alle so inkompetent seid, dass ich euch dabei helfen muss, einen einzelnen Raum zu durchsuchen? Nein. Ich meine... Es klingt, als würdest du das damit meinen. Da bist du ja, Batman. Oh, fuck, ich Idiot. Komm hier rüber. Batman ist hier. Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessgern. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Ich muss schnell sein. Zu mir! Ich hab ihn! Ach, ich wollte gerade eine Rauchbombe werfen, aber es war eh nicht so geplant. Ich hätte nicht da so sinnlos in die Ecke gehen dürfen. Schneidet ihm die Maske vom Gesicht. Seid nicht allzu vorsichtig dabei. Das klingt aber nicht gesund. Das alte GCPD-Gebäude. Freeze benutzt es sicher eines der... Okay. Jokers Jungs sind immer noch draußen, Mr. Cobblepot. Oh, sieh zu, dass es auch so bleibt. Kein Problem. Huh. Zuhör. Der Boss will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Wenn Jokers Leute auftauchen, schießt. Was ist mit Batman? Auch umlegen. Was, einfach so? Ja, einfach so. Wieder keine Ahnung, was das für ein Rätsel ist, aber egal. Wie sollen wir es denn erkennen, wenn wir es sehen? Da haben wir noch so ein Ding. Ja, müssen wir da irgendwas drauflegen, oder? Ich weiß nur, dass Pinguin ihn haben will. Das genügt mir. Ach, keine Ahnung. Wir finden es nicht. Es ist nicht hier. Einen Moment mal. Wollt ihr mir damit etwas sagen, dass ihr alle so inkompetent seid, dass ich euch dabei helfen muss, einen einzelnen Raum zu durchsuchen? Nein. Ich meine... Es klingt, als würdest du das damit meinen. Bitte, Mr. Cobblepot. War nicht so gemeint. Wir finden es. Gut. Oh ja, noch was. Hab gehört, dass Batman zu euch kommt. Viel Glück. Ja, wird's jetzt von hier einfacher, oder? Nein, nein, das war nicht der Plan. Oh, ich wollte überhaupt nicht runterspringen. Scheiße. Ich wollte mich nur runterhängen, genau die Scheiße, die ich hier gerade mache. Ich lade nach. So ärgerlich. Oh. Komm, ja, sterb einfach. Sterb einfach. Sterb ein. Was wirst du tun, wenn du dich nirgendwo verstecken kannst? Also wieder. Wo schießen die denn hin? Ach, die schießen die Dinger kaputt. Scheiße. Ich habe die Zugänge zum GCPD gesperrt. Nirgends. Oder jetzt? Weniger. Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessgeräten. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Ich muss schnell sein. Bin ich ja. Du verlierst die Geduld. Oh nein! Wieder den falschen Knopf gedrückt. Ey, was ist denn halt los? Was mache ich denn hier gerade?
Zu mir! Ich hab ihn! Hä? Zu mir! Ich hab ihn! Was? Haben die alles kaputt geschossen? Nee, da ist doch noch was. Fuck. Oh, ich Idiot, stell mich gerade an wie der letzte Volldepp. Ich werde einfach sterben und das Ganze nochmal probieren. Komm, scheiß drauf. Die Folge ist eh vorbei und es lief ja gerade so behindert schlecht, ey. Sehr geil, die Granate hat mich umgebracht. Sehr schön. Tja, dann würde ich sagen... Jemand Interesse an einem gebrauchten Bettsuit? Das Blut geht sicher ab. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, wird man euch loben. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.